Ich werde euch eine Künstlerin vorstellen, Xiao Lu, die 1962 in China geboren ist. Aber ich werde die Kamera ausmachen. Xiao Lu arbeitet mit Performance, Installation und Video. Sie stammt aus einer Familie einflussreicher Künstler. Sie interessierte sich eigentlich nicht so viel für Kunst, als sie jung war. Aber trotzdem setzte sie ihr Kunststudium an ausgezeichneten Schulen fort. 1988 Abschluss an der Akademie der Schönen Künste in Zhejiang in der Abteilung von Ölmalerei. Wie viele andere Avantgarde-Künstlerinnen widmet sich Xiao Lu der Verwischung der Grenze zwischen Kunst und Leben. Sie meinte: Ich weiß nicht einmal, was Kunst ist, aber ich weiß, warum ich sie mache. Die Verbindung zwischen meiner Arbeit und mir ist kein Konzept, sondern eine Erfahrung aus dem wirklichen Leben. Xiao Lu weist auf die restriktive Situation der Frauen in China hin, Umstände, die sie als Individuen verwundbar gemacht haben, trotz ihrer wagemutigen Aktionen als Künstlerin. Sie erlangte Berühmtheit durch ihre eigene Installation Dialog, die sie 1989 bei der Eröffnung der Ausstellung China Avantgarde präsentierte. Zu dieser Zeit hatte sie erst kürzlich ihren Abschluss an der Kunstschule gemacht. Ihre Installation bestand aus zwei Telefonkabinen, was damals etwas Neues in China war, die durch einen zentralen Raum getrennt waren, auf dem sie ein rotes Telefon platzierte, dessen Handapparat am Haken hing und hinter dem sich ein Glasenspiegel befand. In den Kabinen konnte man fotografische Bilder eines Mannes und einer Frau sehen in Schwarz-Weiß, die mit dem Rücken zum Betrachter standen. Die beiden von Xiao Lu abgefeuerten Schüsse, die allgemein als Schießzwischenfall bekannt sind, verursachten die vorübergehende Schließung der Ausstellung und führten zum Verhaftung und zum Verhör von Xiao Lu und dem männlichen Künstler Tao Song, der damals ihr Liebhaber war, die ihn ebenfalls mit der Aktion in Verbindung brachten. In einer späteren Erklärung wurde erklärt, dass die Erschießung in rein künstlerische Absicht erfolgte und gemeinsam von Tao Song und Xiao Lu unterzeichnet wurde. Erstaunt über die journalistische Reaktion auf ihre Aktion, beschloss Xiao Lu im Dezember von diesem Jahr nach Australien zu fliegen, wo sie mehr als ein Jahrzehnt blieb. In der Zwischenzeit, 4 Monate nach der Aufstellung von Dialog am 4. Juni 1989, begannen die Protesten auf dem Tiananmen-Platz. Während ihres Aufenthalts in Australien wurde ihr Stück Dialoge als die ersten beiden Aufnahmen des Tiananmens interpretiert, wobei dem Ereignis breitete künstlerische und sozialpolitische Bedeutungen zugeschrieben wurden, die durch Tang Song Aussagen unterstützt wurden. Ein Jahrzehnt später konnte Xiao Lu bereits über die wahre Bedeutung ihres Werkes sprechen und versuchte, es als ihr eigenes wiederzugewinnen. Und dann hören wir jetzt ihre Stimme. My name is Xiao Lu. My work, Dialogue, was selected to take part in the China Avantgarde exhibition in February 1989. This exhibition was held in the National Art Museum of China, Beijing. The original concept of this work grew out of the emotional difficulties between young men and women
In those days, there were no private telephones in China, and to make a personal call, one had to find a public telephone in the street. At the time, I was going through an abnormal relationship. As you can see in this work, a couple was engaged in a phone call. The dialogue was not going smoothly. There were many conflicting emotions in my mind. On the day of opening, at about 11:10 a.m., I raised the gun. I fired two shots, aiming at the mirror. After sounds of gunfire, it was chaos. Plainclothes police officers began to arrest the people. As soon as I saw the situation turning ugly, I went out through the back door. Without thinking, I got on a public bus and rode it for several round trips until I saw that there were no people left in the museum square. I felt that one should take responsibility for one's actions. After 4 p.m., I went to the National Art Museum to turn myself in. Then I was taken to a detention center. I went in on the eve of the New Year, and I was released on the third day of the New Year, making 4 days altogether. 4 months later, the Tiananmen incident took place in Beijing. At the time, the student wanted a dialogue with the government, and the title of my work was just that, dialogue. And my work became known as the first gunshots of Tiananmen. I believe that the more interpretations a work is open to, the more powerful it can be. Ihre Arbeit bringt furchtlos ihren Wunsch zum Ausdruck, mit gesellschaftlichen Normen zu brechen und Transzendenz zu erreichen. Durch die Performance hat die Künstlerin ihre Stimme gefunden. Ihr Werk spricht von ihrer Autobiografie, von ihrer Schwierigkeit, mit Männern zu kommunizieren und mit ihnen eine emotionale Beziehung aufzubauen. Sie drückt sehr persönliche Gedanken und innere Konflikte aus. Die eigentliche Intention der Installation Dialoge erwies sich als unvereinbar mit der politischen Bedeutung, die sie erlangt hatte. Wenn etwas Außergewöhnliches geschieht, wie können wir dann die Wahrheit dessen erkennen, was geschieht? Was geschieht, wenn eine Handlung das Produkt eines bestimmten Zeitgeistes zu sein scheint und eine Erzählung geschaffen wird, um ihr einen Sinn zu geben? In Wirklichkeit aber die Handlung durch sehr persönliche Impulse motiviert wird, die den gegebenen Erklärungen widersprechen und die Interpretation überwinden, wenn statt der Worte Taten gewählt werden. Was passiert, wenn die Agentur usurpiert wird und die Handlung Teil einer größeren, sogar heroischen Erzählung wird, die Auswirkungen auf das Schreiben der Geschichte hat? Was passiert, wenn das Land China ist und der Schauspieler eine Frau ist? In Xiao Lus Werk gibt es zahlreiche Widersprüche, obwohl zum Beispiel sie viele Jahre lang Werbung gemieden hat, ist sie eine berühmte Kunstpersönlichkeit und gilt aufgrund eines sehr kleinen Werkes als bedeutende Künstlerin. Die Aggression, die durch die beiden Schüsse auf Dialoge erfolgte, kann als Reaktion verstanden werden, vielleicht als Verweigerung des netten Verhaltens, wie erwartet. Es wäre einfach, sie in eine feministische Rolle zu versetzen, aber Xiao Lu leugnet die Auswirkungen des Feminismus auf sie und die Gesellschaft im Allgemeinen. Sie kommentiert: Feministische Kunst hat sich in China noch nicht zu einer Bewegung entwickelt. Sie befindet sich noch in einem marginalen Zustand. Die Situation von Künstlerinnen in China ist, wenn wir über meinen persönlichen Fall sprechen, ein wichtiger Faktor bei der Fehlinterpretation von Werken. Das liegt daran, dass das Recht, über Kunst zu sprechen, in China hauptsächlich von Männern kontrolliert wird und das Urteil über den Wert
der von Frauen geschaffenen Kunst und die Erklärung der von Frauen geschaffenen Kunst noch immer weitergehend in den Händen von Männern liegt. Das klingt sehr nach einer feministischen Aussage, aber wenn wir es nur so verstehen, leugnen wir das persönliche Element, dass für Xiaolus künstlerische Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Xiaolus Kunst entspricht immer eher aus privaten Erfahrungen als aus öffentlichen Veranstaltungen. Wenn wir die von Frauen geschaffene Arbeit als Ganzes betrachten, ist sie oft in einem Zustand, in dem in ihre Stimme verloren hat. Wenn man dazu noch die charakteristische kulturelle Erziehung der Frauen in China hinzufügt, sei freundlich, gut, respektvoll, zurückhaltend und unterwürfig, mit dem Zuhause als Basis und dem Ehemann als Ruhm, dann wird einem klar, dass man eine gute Familie erhalten und sich in der Öffentlichkeit und im Privaten zurückhalten muss. Hm. 15 Jahre nach der Ausstellung ihrer Arbeit Dialoge präsentierte Xiaolu von 1989 bis 2003 ihre Fotoserie 15 Gunshots, die aus lebensgroßen fotografischen Selbstporträts besteht. In denen die Künstlerin eine Waffe auf den Betrachter richtet. Jedes Bild ist mit einer von Xiaolu aufgenommenen Plexiglasscheibe bedeckt, die ein kleines Loch im Material hinterlässt. Xiaolu ging zu einem Militärstützpunkt, um die einzelnen Bilder zu schießen. Und wie der Titel andeutet, hat sich Xiaolu nicht mit der Bedeutung, sondern auch mit den Handlungen von Dialog beschäftigt. Wenn wir uns auf das Thema der Isolation konzentrieren, finde ich es interessant, über die Punkte der Trennung und des Kontakts in dieser Arbeit nachzudenken. Danke.